Zachäus ist ein reicher Mann. Er besitzt ein großes Haus in der Stadt Jericho. Eigentlich kann er sich alle Wünsche erfüllen. Aber so richtig glücklich ist er trotzdem nicht. Denn meistens ist Zachäus ganz allein. Die Leute in Jericho mögen ihn nicht. Oft tuscheln sie am Straßenrand, wenn er vorbeikommt. Schau mal, da kommt Zachäus. Der wird uns noch das letzte Geld aus der Tasche ziehen. So ein Betrüger. In seinem Beruf hat Zachäus tatsächlich viel mit Geld zu tun. Er ist ein Zöllner und arbeitet im Zollhaus am Stadttor. Jeder, der in die Stadt hinein möchte, muss bei ihm Zoll zahlen. Dabei verlangt Zachäus mehr Geld, als eigentlich vorgeschrieben ist. So etwas spricht sich schnell herum. Und deshalb ist Zachäus bei den Leuten nicht so beliebt. Auch heute sitzt Zachäus wie immer in seinem Zollhaus. Er wundert sich. Noch ist es früh am Morgen, aber die Straßen der Stadt sind bereits voller Menschen. Männer, Frauen und Kinder kommen aus ihren Häusern und drängen sich am Tor. Gleich kommt er, hört er ein Mädchen rufen. Gleich wird Jesus hier sein. Zachäus spitzt die Ohren. Von Jesus ist da die Rede. Von dem hat er schon mal was gehört. Die Männer vom Zoll haben erzählt, dass Jesus ein Freund der Zöllner ist. Ein Freund der Zöllner. Es gibt nicht viele Menschen, die mit Zöllnern befreundet sein wollen. Und mit ihm will schon lange niemand mehr was zu tun haben. Zachäus ist ganz aufgeregt. Er muss diesen Jesus unbedingt treffen. Aber auf der Straße vor seinem Zollhaus kann er nur noch einen Platz in der letzten Reihe finden. So voll ist es hier bereits. Zachäus ist ein kleiner Mann. Alle Menschen vor ihm sind viel größer als er. Da ist es ganz unmöglich, von hier hinten auch nur ein winziges Stück von Jesus zu sehen, wenn er gleich vorbeikommt. Plötzlich hat Zachäus eine Idee. Er zwängt sich durch die Menschenmenge zu dem Maulbeerbaum, der ein paar Meter weiter am Straßenrand steht. Schnell klettert er von Ast zu Ast am Stamm hinauf und versteckt sich zwischen den Blättern in der Krone des Baumes. Doch die Leute haben ihn schon entdeckt. Sie lachen. Schaut nur, der Zöllner Zachäus klettert mit seinem feinen Gewand wie ein Affe in den Bäumen herum. Zachäus aber achtet heute nicht auf das, was da geredet wird. Er wartet auf Jesus. Endlich kommt Jesus und er kommt direkt auf ihn zu. Unter dem Baum bleibt Jesus stehen und ruft ihn beim Namen. Hey, Zachäus, komm runter! Ich will dich besuchen. Ich will heute Gast sein in deinem Haus. Vor Schreck fällt Zachäus fast vom Baum. Ausgerechnet zu ihm will Jesus kommen? Er hat doch schon ganz lange keinen Besuch mehr gehabt. Schnell klettert er am Stamm herunter und zeigt Jesus den Weg zu seinem Haus. Es dauert nicht lange, da ist der Tisch im großen Saal mit köstlichen Speisen gedeckt. Setz dich, lädt er Jesus ein. Alles, was ich habe, das will ich heute teilen. Nicht nur mit dir, ich will auch den Armen etwas abgeben. Und die Leute sollen alles, was ich ihnen genommen habe, zurückbekommen. Und noch viel mehr. Doch davon ahnen die Leute auf der Straße noch nichts. Sie stehen vor Zachäus Haus und schimpfen. Ausgerechnet mit diesem Betrüger setzt sich Jesus an einen Tisch. Auch Jesus hört die wütenden Stimmen auf der Straße. Er schaut Zachäus freundlich an.
Mach dir keine Sorgen. Die Menschen werden bald merken, was sich hier in diesem Haus verändert hat. Ich bin gekommen, um dich zu suchen, und ich habe dich gefunden. Ich habe auch etwas herausgefunden, ergänzt Zachäus und greift nach der großen Schale mit den süßen Trauben. Ich weiß jetzt, wie schön es ist, mit anderen zu teilen. Komm, Jesus, lass uns die Freude mit den Menschen da draußen teilen. Und von den süßen Trauben habe ich noch einen ganzen Keller voll. Das dürfte reichen für alle Menschen in Jericho.